Basels Fabian Frey ist zwar Captain, steht heute aber zum fünften Mal in Folge nicht in der Startelf. Und Luzerns WM-Fahrer Ardon Jashari führt sein Team normalerweise aufs Feld, überlässt die Binde heute aber Christian Gentner. Der etatmäßige Captain beendet seine Karriere, darf sich heute vom Luzerner Publikum verabschieden, und zwar als Legende. Aber keine Zeit für Rührseligkeiten. Luzern und Basel können mit einem Sieg beide auf Platz 3 vorstoßen. Eine Aufwärmphase kennt das Nachtragsspiel nicht. Dan Ndoye, erster Abschluss nach 46 Sekunden. Marius Müller ist hier schnell unten. Genauso wie Andy Zekiri, der am Boden liegen bleibt. Was ist passiert? Schiedsrichter Fedai San hat es auf den ersten Blick auch nicht gesehen. Doch die Verlangsamung löst auf. Denis Simani trifft Zekiri mit dem Ellbogen, volle Kanne am Kopf. Klare Sache, muss Elfmeter geben. Und gibt es auch. Darian Malisch, zuletzt gegen Ibe gescheitert. Heute macht er es besser. Das 1:0 für den FCB. Erzielt durch das einstige Luzerner Eigengewächs. Schickt Müller in den Osten, schießt aber in Richtung Westen. Basel führt früh. Aber die Luzerner blieben zuletzt erstmals 4 Spiele ohne Niederlage, reagieren gereizt mit Niki Belocco. Die Flanke zu Max Meyer, um ein harter Ausgleich. Arnau Comas klärt auf der Linie und bejubelt diese Rettungstat im Anschluss wie ein Tor. Derweil die Luzerner ein Handspiel gesehen haben wollen, schwierig zu sagen anhand dieser Bilder, eher nein. Und so entscheidet auch der Schiedsrichter. Aber das Heimteam bleibt im ersten Durchgang das gefährlichere Team. Dorn ins Zentrum und über Umwege kommt der Ball zu Mohamed Träger. Lattenschuss Luzern. Marvin Hitz lenkt den Ball noch ans Gebälk. Das war eine Großtat des Basler Torhüters, der erst für das heutige Spiel wieder fit geworden ist. Der FCL liegt zur Pause hinten. Die Basler schielen in der Tabelle schon mal nach oben. Zweite Halbzeit. WM-Fahrer Frey weiterhin bei Erkältungsprävention und Sitzledertraining. Sieht, wie Abu Bakr für die Luzerner einen Freistoß rausholt. Gentner überlässt für Max Meyer, doch dieser Schuss deutlich zu hoch angesetzt. Dreimal in den letzten 5 Partien blieben die Basler ohne Gegentor. Ist so aber auch nicht allzu schwer. Dann ist er da, der Moment, in dem sich Luzern von Christian Gentner verabschiedet. Das Stadion erhebt sich. 430 Bundesligaspiele, heute Einsatz Nummer 43 in der Super League. Und vielleicht darf er dann am Sonntag im Auswärtsspiel gegen Ibe noch einmal ran. Wir ziehen jedenfalls jetzt schon den Hut vor einer großen Karriere, wie sie auch Ardon Jashari, jetzt wieder mit Captain-Binde, noch bevorstehen könnte. Und die trägt inzwischen auch Fabian Frey. Wenige Torszenen, dafür umso mehr Wechsel auf beiden Seiten. Die Luzerner noch immer hinten. Die Zeit wird immer knapper. Mohamed Träger und Schürpf, auch er gekommen, hält noch den Fuß hin. Keine Zeit, um durchzuatmen. Jetzt kontern die Basler. Über Kalisen, noch ein Joker. Auf Andy Diouf. Doch Marius Müller lenkt den Ball übers Tor. Und damit bleiben auch die Luzerner Punktehoffnungen am Leben. Doch die Basler drängen nun auf die Entscheidung. Sand für Bradley Fink. 2:0 FCB. Fink, auch er ein einstiger Luzerner Junge, hält sich beim Jubeln zurück. Doch sein Tor ist in dieser Partie natürlich die Entscheidung. Sand und Fink. Zwei Joker sichern den Baslern den erst zweiten Auswärtssieg in dieser Saison.
und beinahe im Basler Siegesrauch, Rausch unterzugehen, droht der Platzverweis gegen Luzerns Trainer Mario Frick. Der soll sich ein Vergehen gegen den vierten Offiziellen geleistet haben. Ein vollends gebrauchter Abend also für den FC Luzern, der gegen den FCB nunmehr seit 10 Spielen auf einen Sieg wartet. Die Basler ihrerseits machen dank dieses 2:0 Auswärtssiegs einen Sprung nach vorne. Sie nun Tabellendritter.